Nico ist heute in die Top 8 gekommen beim HTK. Wie bist du gegangen? 6-1. Gut, dann zeig uns mal dein Deck und nachher kannst du gleich noch erzählen, gegen was du gespielt hast. Ja, also ich habe Pendulum Magician gespielt. Fangen wir an mit Standard. 3 von denen. Wenn du mit den beiden startest, hast du halt eigentlich gewonnen fast, weil das einfach krass ist, was du dann hinlegen kannst. Hast du immer saftig. Was kannst du dann hinlegen? Naja, Norito, Vortex und Deko-Toker halt, wenn man halt das hat und ein paar Scales halt. Dann Target Tombok Nummer 1, Target Tombok Nummer 2. Ja. Bob muss man halt spielen, leider. Dann zu den Magier Engine. Wisdom Eyes, High Scale und Low Scale in einem. Kennt ja, weiß ja jeder. Low Scales, 2 von denen und 3 von denen. Muss man halt jetzt spielen. Also muss man halt spielen. High Scales, 3x den, ist halt der beste zum Pendeln so. 3x den. Durch die Liste fehlen halt ein paar 8er Scales. Das heißt, ich habe den auf 3 hochgemacht. Ist wichtig in meinen Augen. Dann der neue Joker, den will man eigentlich immer haben. Der sucht eine Low Scale, also die. Und ja, muss ich nämlich nicht zu sagen. Dann zu den Handtraps, 3 Ash, 2 Ogre. Die werden wahrscheinlich noch für Vale ersetzt. Und darum geht, wird auch noch einer fliegen wahrscheinlich. Dann zu den Spells, 2 Alliance nur, weil ich finde, dass 3 Bricken und 1 ist zu wenig, das heißt 2 ist optimal. Ich habe heute ein einziges Mal 2 gezogen, aber passiert halt. Aber sonst, wenn du sie hast, ist gut. Einmal die jetzt nur noch, ein Shrine und ein Foolish für den Darkwurm, weil man dann halt eine extra Special Summon hat und sich eine Scale suchen kann, dann einfach normal kann und dann direkt vor der Pendel Summon in den Elektron gehen kann. Ein Pendro, falls du gebrickt hast. Ich mag die Karte eigentlich nicht, aber sie war heute gut. Einmal die und die coolste Karte, also die habe ich jetzt heute, heute mal getestet, die. Was kann die? Sag mal. Ich kann vom Extra-Deck 2 Pendulum-Monster enden mit derselben Scale und den unterschiedlichen Namen. Das heißt, ich habe heute mit der einmal Darkwurm und Wisdom Eye geaddet, habe dann mit einem Pendel-Call den Darkwurm gleich abgeschmissen, 2 Scales gesucht und dann den Darkwurm gleich spezial beschworen und mir noch eine Scale gesucht mit der. Das war halt richtig krass. Das hat mir auch den Sieg gebracht. Okay. Gegen Draco, glaube ich. So. Extra-Deck? Ja. Tornado, also erstmal Rang 4, Tornado habe ich halt nur Tornado, die Engine gespielt, die werde ich vielleicht auch cutten. Und einen Baguska, reicht halt für den Vierern. Dann für die Kombos einen Norito, ein Absolut und einen Vortex. Deswegen, du willst halt immer so enden, dass du die hast und einen Deco-Toker halt, der die beiden linkt. So hast du halt 2 Negations, hast halt vielleicht immer noch eine Handshape oder so. Dann einmal den, der ist halt so, wenn mein Feld durch Konduktor gebuckt ist oder so weiter, kann ich halt trotzdem den rufen, den Konduktor kopieren und dann halt sein ganzes Feld überlaufen mit dem. Ist halt richtig gut. Dann, was kann der kopieren? Nicht eins aus dem Friedhof? Der kann Monster kopieren von irgendwo auf dem Feld oder irgendwo im Friedhof. Okay. Kann auch Ghost sogar kopieren zum Beispiel. Oder, oder auch den manchmal kopieren, wenn ich 2 Negations möchte. Dann ja, Standard. Standard. Das sind halt die einzigen Link-Monster, die ich spiele. Ich habe halt Skyward gecuttet, weil ich halt so selten den beschworen habe und weil ich den im Draco-Matchup halt mehr brauche als den Skyward. Synchros, Omega, Clearwing, Blitz und Ignister. Das sind halt 15. Den habe ich halt reingemacht für Draco reingemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür rausgenommen habe, aber ist halt egal. So, Chaos Hunter hat mir heute gegen Trickster das Spiel gebracht, also der konnte halt nichts mehr machen. Habe ich ihn halt einfach die ganze Zeit angegriffen mit dem Ding und ja, spiele ich auf jeden Fall weiter. Dann Cyclone, war gut gegen, ich hab letzte Runde Swiss gegen Palio gespielt, on the Bubble. Und ja, da kamen die halt gut. Droll gegen hauptsächlich Draco und Trickster oder Invoked. Kaijus gegen nervende Monster, wie zum Beispiel Pendulmirror oder keine Ahnung. Warum zweimal den? Ich nehme den, weil der ist Stufe 7. Das heißt, ich kann den auch optional rauspendeln und kann dann mit dem halt auch kann auch 7 Axis machen in den halt zum Beispiel, wenn es halt mal notwendig ist. Deswegen den und der ist halt. Und Gammes hat zu viel Verteidigungspunkte, deswegen habe ich den genommen. Dann fürs Mirror, Divering Eyes. Ich habe heute einen Mirror gehabt gegen einen meiner besten Freunde und naja, trotzdem nicht gezogen. Und die kommt aber wahrscheinlich raus, weil die ist kacke einfach. Die ist wirklich kacke.
Die ist halt, ja, weil Draco hat sowieso mein Diagramm, also und dann schießen sie einfach ihre Spell, dann ist die weg und dann, ja. Ja, okay. Was waren denn heute deine stärksten Gegner? Da warst du wegen, wohin hast du vielleicht am besten abgeschnitten? Und was waren so die Stärken und Schwächen des Decks? Naja, ich hab ein True Draco Deck 2-0 in, weiß nicht, 15 Minuten war es, glaube ich, habe ich den weggemacht. Ich habe erste Runde gegen ABC verloren, weil ich halt gebrickt habe, zweimal, weil ich halt nichts machen. Und ich habe gegen meinen guten Freund Alex Hülsch gespielt, das hat mich echt gefreut, ich habe echt Respekt vor dem und habe auch gegen ihn gewonnen, also ja, also hat er mehr gespielt und das war halt echt schwer und sonst, der Rest war eigentlich, na gut, Palio, das letzte Spiel war auch schwer, aber sonst war eigentlich alles okay, easy so. Was wird verändern am Deck? Habe ich ja gesagt, also ein Dark, ich nehme halt einen von dem Dark Wound nämlich raus, was war das andere noch? Ja, die Ogre kommt da, die werden wahrscheinlich durch Vayla ersetzt, weil ja, die haben mir heute nicht so gefallen. Okay, und nimmst halt, also die Maske kommt weg? Die Maske kommt weg, ja. Ich brauche halt noch Karten gegen Lightsworn. Ich habe halt zu wenig gegen Lightsworn. Ich muss noch gucken, ob ich noch irgendwas Gutes finde gegen Lightsworn, sonst ist es einfach keins. Sonst zerruppe ich das Deck einfach, da habe ich keine Chance. Sonst leider. Okay. Ja. Was hast du denn jetzt gewonnen eigentlich? Bist du jetzt Top 8 bekommen? Was hast du für einen Preis bekommen? Ich kriege eine Matte auf der YCS Bochum. Ich habe einen 25€ Kartmann-Gutschein bekommen und einen Mad Case habe ich gekriegt. Okay, alles klar. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, auf jeden Fall die Baltic Broadbrews möchte ich grüßen. Das ist die fantastischen Welten auch auf jeden Fall. Dann möchte ich noch grüßen Ehemann 9595, einer der besten Händler auf Market. Und ganz besonders möchte ich noch grüßen Alex Hulsch und ja, Max, also das Team, die Leute aus dem Team. Und ganz besonders möchte ich grüßen Olex und Nils, die mir halt Karten geliehen haben und mir auch Karten für Bochum leihen und so weiter, damit ich damit spielen kann. Also ganz besonderes Shoutout an die beiden. Ihr seid alles die Besten. Ja, danke schön. Ja. Hau rein, bis dann. Ja.